Brock. Der ist ja wohl umgefallen. Mach mal einen Wurf. Muss ich? Vajak. Okay, das kennen wir ja schon. Ich dachte, da kommt jetzt was Neues. Es handelt sich um eine normal große Jonglierkugel. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe mein Jonglierkugel-Kompendium nicht dabei. Gut, nehmen wir mit. Jetzt kümmern wir uns um Sir Drogelot. Na los. Hallo Lillegrim. Bist du immer noch auf den Beinen? Du solltest dich ausruhen. Ich halte Wache und pass auf, dass das Feuer nicht ausgeht. Jetzt schau mal nicht so grimmig. Dein Tatendrang ehrt dich zwar, aber der geheimnisvolle Wanderer hat recht. In der Ruhe liegt die Kraft. Lillegrim hätte den tapferen Sir Drogelot am liebsten angebrüllt. Sie war sicher nicht den ganzen Weg zur Koboldklamm gereist, um zu schlafen. Doch etwas hielt sie davon ab, die Kontrolle zu verlieren. Wütend wandte sie sich von ihrem Gefährten ab. Ihr Blick fiel auf den stillen Wanderer, der das ganze Gespräch mit angehört hatte. Hatte sie da ein Schmunzel unter der Kapuze gesehen? Okay, hier haben wir anscheinend die gleichen Themen. Bis auf das mit dem Jonglieren, halt diesmal Feuerholz. Angriff! Bin ich immer noch für. Ich weiß ja, was du sagen willst. Du bist zum Kämpfen hier und nicht zum Rasten, stimmt's? Vielleicht sollten wir doch noch heute Nacht die Ruhe bewahren und unsere Kräfte sammeln. Das wolltest du doch sagen, oder? Der Wanderer hat recht. Überstürztes Handeln hat noch nie einen Vorteil gebracht. Okay, wir müssen diesen Wanderer ausschalten, damit wir hier irgendwas reißen können, weil sonst sind die alle ja nur Schlafmützen. So. Keine Angst. Die Kobolde werden uns heute Nacht bestimmt nicht mehr angreifen. Sie bewachen ihren Staudamm in der Klamm. Ich frage mich allerdings, was sie vorhaben. Den rosaroten Fluss zu stauen und dadurch das Tal der unbequemen Erinnerung zu überfluten. Wozu? Das alles ist sehr rätselhaft. Das werden wir dann wohl noch rausfinden müssen. Dann erzähl mir mal was über das Feuerholz, was du da die ganze Zeit meinst. Machst du dir Sorgen um das Feuer? Normalerweise würde ich dir recht geben. Die paar Scheite reichen bei weitem nicht aus, um das Feuer die ganze Nacht in Gange zu halten. Außerdem passieren immer die tollsten Sachen, wenn man sich bei der Suche nach Feuerholz in den Wald schlägt. Man findet Schatzkarten, fällt in verwunschene Brunnen oder trifft auf Händler mit magischen Amuletten. Vielleicht sollte ich ein wenig entspannen und es für heute gut sein lassen? Das war es doch, was du sagen wolltest. Oder? Der Wanderer hat recht. Es muss ja nicht immer was passieren. Und die Nacht ist ja recht warm. Ich warte nur noch, bis der letzte Scheit ins Feuer muss. Dann gehe ich auch schlafen. Ihr seid alles Trantüten und diesen Wanderer da, dem... Nee, den müssen wir ausschalten. Naja, schlafen. Bist du etwa auch so müde wie ich? Ihm fallen langsam die Augen zu. Ihr seht das auch, oder? Dass die Augen immer weiter zugehen? Sir Drogelot. Schnarchte. Drogelbecher! Wenn's denn sein muss. Also gut. Sir Drogelot schlief einen würdevollen, heroischen Schlaf. Drogelbecher? Und sah dabei unglaublich charismatisch aus. Zufrieden? Drogelbecher. Ach, Droggy. Jetzt haben die echt gewürfelt, ob er schnarcht oder nicht. Ich glaub's nicht. Naja, so, nehmen wir Holzscheite mit. Wo grenzt denn jetzt wieder hin? Eieiei. Zack, so. Petrulla. Meine Güte, du hättest einfach da hingehen können. Nein, wir müssen jetzt nach vorne gehen. Erschreck mich doch nicht so. Du siehst doch, dass ich den Kessel bewache.
Na dann. So, erzähl mal was. Ich will angreifen. Du nicht auch? Die Kobolde verhalten sich ruhig. Zu ruhig vielleicht. Ach so, ja, wenn das dein einziger Kommentar ist, dann sag mal was zu den Kobolden. Was haben die Kobolde bloß vor? Warum setzen sie eine der größten Gedenkstätten des Königreichs unter Wasser? Mir ist ja mal was Ähnliches passiert. Aber das war ein Unfall. Und außerdem glaube ich auch nicht, dass die königliche Toilette wirklich als Gedenkstätte zählt. Das macht Sinn. So, was machst du denn eigentlich mit dem Kessel da? Wenn du dich fragst, was ich hier treibe, ich braue natürlich einen diabolischen Zaubertrank. Naja, in Wirklichkeit ist es ein Beruhigungstee. Ich wollte eigentlich ein paar Kaffeedämonen heraufbeschwören. Aber davon kann man so schlecht schlafen. Und wir brauchen ja unsere Kräfte für die Schlacht. Jetzt muss ich den Kessel bewachen, bevor er zu pfeifen anfängt. Der Wanderer hat so empfindliche Ohren. Ach, der Wanderer, ja, ja. Kessel bewachen. Erstmal machen wir wieder schlafen. Ich meine, wir hauen sie einfach mal alle hin, dann können wir uns den Wanderer vorknöpfen. Gähn hier doch bitte nicht so rum. Weißt du denn nicht, wie ansteckend das ist? Und ich muss doch meinen Kessel bewachen. Entschuldigung, soll ich das nicht übernehmen? Sag mal, wenn du eh noch aufbleibst, kannst du denn nicht auf den Kessel aufpassen? Oh, entschuldigt, da habe ich das Mikrofon einmal mitgenommen. Aha. Oh, prima. Dann kann ich endlich schlafen. Du weißt ja, wir brauchen unsere Kräfte für... die Schlacht. So gehört sich das. So. Mein Lieber, was hast du denn hier eigentlich noch so vor? Nanu, wen haben wir denn da? Eine kleine Barbarenkriegerin. Aha. Ich spüre großen Zorn in dir. Lodert in dieser kleinen Brust etwa das Feuer der Kampfeslust? Aha. Dann lass dir einen Rat geben. Schluck es runter. Die erfolgreichste Schlacht ist die, die gar nicht erst ausgefochten werden muss. Also sei eine brave Barbarenkriegerin und leg dich etwas hin. Lillegrim konnte kaum glauben, was sie da hörte. War dies nicht ein Fantasy-Rollenspiel? Wo war denn der Spaß dabei, sich vorzustellen, tatenlos um ein Lagerfeuer zu sitzen? Lillegrim dachte gar nicht daran, den einlullenden Worten des geheimnisvollen NPC nachzugeben. Wenn überhaupt, machte sie das alles nur noch wütender. Zu dumm, dass es ihr nicht erlaubt war, die Beherrschung zu verlieren. Nur allzu gern hätte sie diese wandelnde Schlaftablette in Grund und Boden gebrüllt. Oh ja. Allerdings haben wir hier jetzt Folgendes. Wir haben eine Kugel und Holzscheite. Außerdem darf der Kessel nicht pfeifen. Also verstopfen wir doch einfach mal hier vorne das Sicherheitsventil, was wir eben entdeckt haben, dank dem Würfel. Gut. Die Kugel steckte, aber noch reichte der Druck im Kessel nicht aus, um etwas zu bewirken. Deshalb erhöhen wir jetzt die Feuerzufuhr. Du versuchst, die Scheite in das Feuer zu legen. Mach mal einen Wurf auf Schleichen und Verstecken, damit Sir Drogelot nicht aufwacht. Geschafft! Die Scheite lagen im Feuer. Aber Kind, was tust du denn da? Dieser Lärm ist der Gruppenharmonie bestimmt nicht zuträglich. Ohne dich drängen zu wollen, vielleicht ist jetzt doch der geeignete Zeitpunkt für eine kontrollierte, bedachte Handlung. Wenn du mit der gebotenen Ruhe vorgehst, gelingt es dir sicher, den Druck vom Kessel zu nehmen, bevor ein Unglück passiert. Ich muss dich eindringlich bitten, diesen Ton abzustellen. Siehst du nicht, dass du die ganze Idylle zu zerstören drohst? Hey! Das ist doch zu den Waffen! Man hat uns den Krieg erklärt! Blast das Horn! Die Trillerpfeife. Oh. Dieser Ton muss Ruhe bewahren. Es reicht. Ich halte das nicht mehr aus. Bei diesem Lärm kann man einfach nicht anders, als die Beherrschung zu verlieren.
Zu den Waffen! Richtig, so sieht es doch aus. Oh je. Endlich begann der lustige Teil des Rollenspiels. Vollkommen entfesselt stürmte die Gruppe auf das Schlachtfeld. Allen voran Lillegrim, die Wut entbrannt ihr Berserkerschwert kreisen ließ. Und während in der Anstalt die Würfel rollten, rollten in Hot, Motigur, Koboldköpfe. Manchmal war es offenbar doch angebracht, seiner Wut freien Lauf zu lassen. Die Schlacht war kurz. Die Kobolde hatten dem unbändigen Zorn der Gruppe nichts entgegenzusetzen. Die Pläne des Koboldkönigs waren vereitelt. Lillegrim fand den besiegten Monarchen unter einem Stützpfeiler des Staudamms. Lilly, arme, törichte Lilly, das war ein schrecklicher Fehler. Lillegrim wunderte sich noch, als sie über sich ein bedrohliches Knacken hörte. Knack! Oh je! Lilly? Lilly, aufwachen! Als die rosaroten Fluten verebbt waren, bot sich unseren Helden ein einmaliger Anblick. Das Tal der unbequemen Erinnerungen. Na, guck sich das einer an! Ich muss sagen, ich bin schwer überwältigt. Wir sollten nicht hier sein. Ha! Du bist und bleibst ein Scherzkeks-Schnippo. Nein. Ich meine das ernst, das Tal ist verflucht. Ich habe gehört, dass... Moment mal. Lilly? Was ist denn los mit ihr? So sieht es aus. Kriegen wir jetzt Erfahrungspunkte? Nee. Lilly hatte die Wahrheit gesehen. Sicher könnt ihr euch vorstellen, wie es ihr jetzt ging. Könnt ihr nicht? Tja, wer weiß schon, was so im Kopf eines kleinen Mädchens vor sich geht. Geht es dir gut, kleines Mädchen? Kleines Mädchen? Hallo? Alles klar bei dir? Ich hab mir Sorgen gemacht, weißt du? Spinn ich? Oder ist es hier gerade kälter geworden? So, jetzt darf ich auch mal wieder was sagen. Erster Punkt, wir dürfen jetzt wütend werden. Das haben wir gerade in dieser... ja, Art Hypnose der Selbsterforschung, der unsere Gedanken gelöst bekommen. In diesem Rollenspiel, was ja auch im Kopf stattgefunden hat. Dann haben wir gegen eine Horde von Kobolden gekämpft. Wir erinnern uns, wir hatten auch Zensurgnome oder Zensurkobolde, die uns sämtliche Taten, die wir im Kloster vollbracht haben, zensiert haben. Das heißt, man hat nichts gesehen, da war nur so pink halt. Diese pinke Flüssigkeit, die in diesem Tal der unbequemen Erinnerungen war, ist jetzt abgeflossen. Dadurch, dass der Staudamm zerstört wurde, weil wir die Kobolde besiegt haben. Ja, dieses Tal ist jetzt freigesetzt. Und Lilly hat alles gesehen. Sie hat jetzt verstanden, dass sie die Leute getötet hat. Das war ihr vorher so nicht bewusst, würde ich jetzt mal sagen. Und jetzt ist sie halt ein klein wenig ausgerastet, weil das Ganze ganz schön viel auf einmal war. Denn auf einmal ist diese Illusion weg. Und auf einmal wird einem klar, oh scheiße, ich habe mindestens 5, 6, 7, 8 Personen vielleicht getötet. Und ja, es ist eine ganz schöne Wendung in dem Spiel, die auch vor allem diesen ernsten Aspekt wieder hervorhebt, den ich schon mal bei anderen Spielen erwähnt habe, dass The Delic das immer wieder schafft. Und ja, jetzt anscheinend kommen wir jetzt so langsam in den Endpart des Spiels, denn erstmal haben wir nur noch ein Verbot. Und zweitens wird's jetzt ernst. Und deswegen werden wir jetzt sehen, wie wir weiterkommen.
Nachdem ich jetzt hier so viel gequasselt habe dazu. Denn, bestürzt bin ich ja schon irgendwie.